Hallo zusammen, mein Name ist Antje Röttke. Ich arbeite schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit Joomla und freue mich nun sehr, dass Joomla 4 endlich fertig ist. In meinem Rahmen meiner ersten Tests habe ich eine Webseite erstellt und ich möchte gerne meine Erfahrungen mit euch teilen und euch ein bisschen berichten, was man mit Joomla Bordmitteln alles so machen kann, ohne dass man externe Erweiterungen braucht. Hier seht ihr also meine erste Joomla 4 Seite. Es handelt sich um das Krimi-Festival der Vulkaneifel, das Ende nächsten Jahres stattfinden wird. Und anhand dieser Seite kann man eigentlich ganz gut demonstrieren, was man alles mit Joomla Bordmitteln machen kann, ohne eine externe Komponente oder andersartige Erweiterungen einsetzen zu müssen. Eine der Hauptaufgaben dieser Seite war, das Programm für die Filmbranche übersichtlich und klar darzustellen. Und das finden wir hier. Hier, dann nach der Navigation, Programmübersicht. Und wir sehen, dass diese Veranstaltung über 3 Tage geht, Tag 1, Tag 2, Tag 3, und dass die zu unterschiedlichen Uhrzeiten, die versehen von 9 bis hier 20 Uhr, und in unterschiedlichen Räumen stattfindet. Tag 2 sind plötzlich noch ein paar Räume dazugekommen. Und dann haben wir noch einen Tag 3, da sind die meisten Veranstaltungen. Und wir sehen, dass die nicht alle parallel und gleichzeitig stattfinden, sondern dass die auch sich überlappen. Hier sieht man das, ne? Es geht von 9 bis 11 Uhr, ne? Während es hier von 11 bis 14 Uhr geht und hier zwischen haben wir mal ein Loch. Und die Darstellung hinterher, die muss mit solchen Löchern umgehen können. Schauen wir mal hier, so, und wenn wir jetzt nochmal hier schauen, dann trägt zu Tag 1. Wenn wir jetzt hier auf drüber gehen, sehen wir, das wird gehighlightet und ich kann jetzt mir die Details dieser Veranstaltung anschauen. Die werden in einem modalen Fenster geöffnet, kann ich wieder zumachen. Genauso sieht es mit den Informationen über die Speaker aus und dann kann ich das wieder zumachen. So, und die Inhalte hier in diesem Fall, das sind alles Dummy-Inhalte, deshalb sind sie noch nicht so richtig gefüllt. Weil das Programm für das Jahr 2022 steht noch nicht fest. Also ich habe noch ein bisschen Zeit. So, aber im Prinzip tut es die Technik erstmal so, wie es soll. So, und das Spannende an dieser ganzen Sache ist, bei dieser Ansicht handelt es sich um einen ganz normalen Beitrag, der wiederum das Mod Articles Category Modul reinlädt. Und hier die Tage sind jeweils Kategorien und die einzelnen Veranstaltungen sind Beiträge, genauso wie die Speaker. Und wann die Veranstaltung, wo die stattfindet und wer der Speaker ist, wird mit den Custom Fields realisiert. Und da müssen wir jetzt mal zu uns Backend und dürfen hier zumachen, hier hin. So, und jetzt haben wir hier das Joomla 4 Backend. Wir sehen, ich bin schon zu den Kategorien navigiert und dann sehen wir hier, okay, ich habe hier alle möglichen Kategorien und unter anderem eine Kategorie Programm, da habe ich Tag 1, Tag 2, Tag 3 und wie wir hier sehen, sind da die Beiträge, dann 5 Beiträge und hier am Tag 3, 9, ne? Haben wir auch eben gesehen, dass am dritten Tag am meisten los war. So, und wenn wir jetzt uns mal so einen Beitrag von Tag 3 anschauen, machen wir hier. So, sind wir jetzt in der Kategorie Tag 3 und da sehen wir, wir haben hier jetzt die unterschiedlichen Beiträge. Jetzt schauen wir uns mal hier den letzten an, Grimme trifft Tatort Eifel. Und dann gucken wir doch mal, wo der sich im Frontend befindet. So, ich nehme jetzt hier vorne hin, bin ich an Tag 3. So, wo ist er denn? Hier. Der ist im Forum Down von 11 bis 17 Uhr. So, und jetzt können wir mal überlegen, wo können wir den hin tun? Wir können den doch jetzt mal in den Kinopalast verschieben und dann von 9 bis 10 Uhr, weil hier oben ist ja noch ein Timeslot. So, jetzt gehe ich hier auf den Beitrag, drücke hier drauf und sehe dann, dass ich hier oben bei den Beiträgen einen Reiter habe, Veranstaltungen, und dann sehe ich, okay, das ist hier ist das Datum und hier ist die Uhrzeit, Startdatum, Enddatum, Speaker, Forum Down. Jetzt schauen wir doch mal hier. Wir wollten es in den Kinopalast tun und nur von 9 bis 10 Uhr starten lassen. So, als erstes
wähle ich hier beim Kilopalast auf und hier von 9 bis 10 Uhr. Dann mache ich Save und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müsste der jetzt beim Reload hier erscheinen. 13 Tag wieder gucken, genau. So, und dann sehen wir, der ist jetzt hier und hier unten ist jetzt ein Loch, weil da nichts mehr stattfindet. Die Speaker lassen sich für die Redakteure genauso einfach ändern und hinzufügen wie die Titel und die Slots. So, und dann sehen wir jetzt hier, habe ich hier bei meinem Grimme wieder mal den Dietmar Bär, dann gehe ich ins Backend und dann wandere ich zu den Beiträgen. So, und dann suche ich mir die Options. Tag 3 war der Grimme. So, dann gehe ich hier hin und sehe, dass ich hier einen Custom Field Speaker habe. Da habe ich, sehe ich, bei meinem Grimme ist der Dietmar Bär. Dann nehme ich jetzt den Jörg Winger, mache Save und Close. Schaue das Ganze mir im Frontend an, reload ich mit dem Tag 3. Und dann sehe ich hier der Jörg Winger. Also für die Redakteure ist das eine ganz, ganz einfache Sache. Die Custom Fields sind eine der besten Erneuerungen, die Joomla in den letzten Jahren hervorgebracht hat, weil sie uns die Arbeit total erleichtern und gleichzeitig sehr komfortabel für die Redakteure sind. Also wir sehen hier in unserem Beispiel, ich habe eigentlich nur 4 verschiedene Custom Fields benötigt. Das eine ist das Startdatum, das ein vom Typ Kalender ist, das gewählte Datum mit der aktuellen Uhrzeit anzeigt, das Enddatum auch vom Typ Kalender, dann hier einmal den Ort, da habe ich einfach alle Orte in Form einer Liste, an denen die Veranstaltung stattfinden kann, das sind hier diese Räume. Und dann hier vielleicht das etwas Besondere, das sind die Speaker vom Typ SQL und da kann man halt gucken, da kann man hier unten so eine Query reinschreiben und die Ergebnisse dieser Query werden in eine Auswahlliste dann jeweils bei dem Beitrag dargestellt. Und hier sieht man, dass ich im Prinzip hingehe, den Titel und den Wert der Speaker auslese. Das heißt, ich habe hinterher eine Liste aller vorhandenen Speaker, die ich selektieren kann. So, und dann sehen wir, dass die sich alle in der Field Group Veranstaltungen befinden. So, und wenn ich jetzt hier nochmal in den Beitrag gehe, und dann muss ich mal hier raus, und dann nehme ich mal hier mein Programm, Tag 3, dann bleiben wir mal bei dem Gründer, und was sehe ich? Ne? Hier sind sie alle. Okay, Save und Close. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Frontend und schauen uns nochmal das Programm an, nochmal eine Zusammenfassung. Tag 1, Tag 2 waren Kategorien. Ja, hier drin waren die Beiträge. Forum 1, 2 und 3 sind die Räume und hier die Uhrzeiten, Startdatum und Enddatum. Das hier ist nichts anderes als ein Beitrag, in dem das Modul Mod Articles Category geladen wurde. Und das können wir uns jetzt im Backend nochmal anschauen. Das Backend, dann habe ich hier auch den Beitrag, Programm Filmbranche, und dann sehe ich, okay, hier wird das Modul mit der ID 110 geladen und sonst passiert hier eigentlich nichts. Ich mache Save und Close, und dann schauen wir uns mal dieses Modul an. Gehen wir hier auf Side Modules, und da habe ich jetzt nicht so viele, außer hier das mit der ID 110. Programm, Filmbranche. Und hier sehen wir, das ist eigentlich nur das ganz normale Mod Articles Category Modul. Hier sehen wir beim Menü Assignment, ne, dass es bei der Programmübersicht ist. Beim Filtering ist eingestimmt 100 Featured Articles und bei den Kategorien natürlich Tag 1, Tag 2, Tag 3. Bei den Ordering Options habe ich nichts eingestellt. Bei den Grouping Options habe ich sortiert nach Kategorien. Ja, bei Tag 1, Tag 2, Tag 3 sind, wie man hier jetzt sieht, unsere Tabs. Und nach denen hat er dann die Beiträge sortiert. Oder gruppiert, das wäre das bessere Wort. Bei den Display Options habe ich gar nichts groß ausgewählt. So, und hier bei Advanced wird es halt spannend.
Da habe ich ein eigenes Layout kreiert, das Schedule heißt. So. Und dann mache ich mal Save und Close. Und dann können wir uns mal wirklich dieses Modul ganz genau anschauen. So, jetzt sehen wir hier, sind wir jetzt in meinem PHP Storm. Jetzt haben wir hier auf der linken Seite, sehen wir die Joomla Order Struktur. Und dann habe ich hier die Templates und dann habe ich hier mein Template, das ist Eddy heißt das in dem Moment. Dann habe ich meinen HTML-Folder und da ist das Override von dem Mod Articles Category Modul drin. Und dann sehen wir hier, habe ich die Datei Schedule. So, jetzt machen wir das anders ein bisschen größer. So, ich hoffe, das kann man jetzt gut lesen. Ich noch ein bisschen größer. So. Und das Schöne an dem Mod Articles Category Modul ist, dass eigentlich das ja alle uns alle Eigenschaften eines Beitrags per se mal mit ausliefert. Ne? Das heißt, dieses ganze, wenn wir Joomla dieses Content Model nennt, ne? All die Eigenschaften, die da hinterlegt sind, die haben wir hier bei den Beiträgen und können dann mit denen arbeiten. Das ist ganz egal, ob das ein Datum ist, ein Weiterlesen, Link im Bild. Die sind alle vorhanden und können hier ganz durch die Overrides ganz individuell verarbeitet werden. So, und was man jetzt hier sieht, ist, dass was erstmal nicht da ist in diesem Content Model, sind unsere Felder. Ne? Und hier ganz oben mit diesem JLoader Fields Helper hole ich mir die Custom Fields in diese Ansicht hier hinein. Das ist ganz wichtig, weil ich die hinterher brauche. So. Und wenn wir jetzt hier von oben nach unten durchgehen, ne, dann sehen wir, dass ich hier eine Liste mache, die hier beginnt und dort endet und die im Prinzip schaut, welche Kategorien habe ich da und diese Kategorien mit einem Link versieht, so dass ich hinterher auf den jeweiligen entsprechenden Content, der hier unten zu finden ist, hinspringen kann. Also es ist eine ganz normale Tab-Navigation, die durch die Kategorien gesteuert wird. Ne? So, da sieht man das hier, der Gruppname, ne, sind in unserem Fall der Kategoriename. Das heißt, hier muss man dann so ein bisschen aufpassen, wie man die Kategorie hinterher nennt. So, und hier unten kommt dann der Tab-Content. Das ist im Prinzip ganz normales, ganz normaler Bootstrap-Code, aber Bootstrap-5-Code. Der dann dafür sorgt, dass man beim entsprechenden Klick auf die Tabs, dass die unterschiedlichen Tage angezeigt werden. So, und wenn man so ein bisschen weiter runter scrollt, dann sieht man, dass ich hier eine Section aufmache, die das Tab Panel ist. Und da drin hole ich mir als erstes in einem anderen Layout das Grid. So, und was verbirgt sich hinter diesem Grid? Das ist im Prinzip nichts anderes, wenn man es sich hier oben anschaut. Ne, das sind die Locations und die Timeslots. Die befinden sich in diesem Grid. Und das Ganze wird tatsächlich dargestellt in einem CSS-Grid. Ja, das heißt, die Positionierung der einzelnen Artikel, ne, hängt vom Start- und Ende-Uhrzeit ab und davon, in welchem Raum die sich befinden. Das ist jetzt hier so vielleicht ein bisschen kompliziert, ja, aber am Ende von dem Lied habe ich hier bei den Styles, wenn man das hinterher sieht, CSS-Grid-Variablen, die ich befülle dynamisch mit Start und Ende. Also ich kann sagen, in welcher Zeile es ist und in welcher Column es ist und in welcher Zeile es enden soll. Und das ist halt abhängig von der Uhrzeit. Das ist ein bisschen tricky hier alles. Das muss man sich ganz in Ruhe mal angucken. Das kann man jetzt nicht so auf die Schnelle erklären, weil CSS Grid ist einfach super, super flexibel und das eignet sich ganz besonders für die Darstellung hier, ja, weil, ja, wenn man jetzt mal schon eine Tabelle machen würde, dann wäre es niemals möglich, dass man die Darstellung mit CSS so hinkriegt, dass ein Beitrag über zwei Tabellenzellen in der Form, wie es jetzt ist, hinüberfließt. Ja, so, also wir können das jetzt hier nochmal im Frontend gucken. Nochmal gerade das hier wegmachen und dann den Browser dahin, den wir dann mal machen würden. Und jetzt hier. So.
So, wenn man das jetzt hier sieht, ne, sind wir hier beim Tag 3. Und ich mache mal meinen Firebug noch dahin. Dann kann man den hier unten hinmachen. Dann erkennt man, Moment, hier, wo sich der Beitrag befindet, nämlich Grid Row 2, Grid Column 2 und Grid Row End 3. So, warum 2? Das ist ja eigentlich 1, aber das liegt einfach daran, dass hier, sieht man, ein leeres ist, ja, damit wir hier diesen Abstand da haben. So, und deshalb muss man das ein bisschen rumtricksen. Ja. Das Ganze funktioniert auch ganz gut auf dem Handy. Ne? Wir können das jetzt mal so zusammenschieben. Dann sieht man einfach, dass die Timeslots und die Räume verschwinden und dass die Einträge untereinander stehen. So, jetzt muss ich das mal wieder groß machen. So, und dann kann man sehen, ne, dass die sind wieder da. So, damit das Ganze auch für Menschen mit Behinderung funktioniert, musste man natürlich so ein paar Sachen machen. Aber was man hier sieht, sind, wenn man das Ganze sich mal ohne CSS anschauen würde, dann würde man zuerst die Räume sehen, dann würde man die Timeslots sehen und darunter findet man dann die Beiträge. Das ist natürlich alles andere als schön, lässt sich aber in diesem Fall mit CSS Grid nicht anders machen. Aber in dem Moment, wo man hingeht und einfach sagt, okay, die Räume und die Timeslots mache ich mit Area Hidden einfach unsichtbar. Kann man hier so ein bisschen sehen. Hier die ganzen Locations sind mit Area Hidden auf unsichtbar gesetzt, sodass die gar nicht vorgelesen werden und es einfach eine ganz normale Artikelliste gibt, die Semantik haben, eine ordentliche Semantik haben, eine richtige Überschriftenstruktur und damit ist diese Form von Darstellung auch für Menschen, die mit dem Screenreader zum Beispiel unterwegs sind, überhaupt gar kein Problem. So, und die Sache mit dem CSS-Grid, das ist natürlich ein bisschen kompliziert und wer sich dafür interessiert, kann da bestimmt im Netz die ein oder anderen Quellen finden. Das, was ich halt einfach wichtig finde und spannend und das, was mir auch mal sehr viel Freude gemacht hat, ist, dass wir einfach mit Joomla die Möglichkeit haben, ganz flexibel an solchen Darstellungen zu arbeiten, uns wirklich kreative Lösungen zu überlegen und dass wirklich hier die Techniken alle miteinander vermischt wurden. Wir haben also hinten, geht es erstmal darum, wie sortiere ich meinen Content überhaupt, wie strukturiere ich den im Backend, dann wie stelle ich den im Frontend dar und welche Hilfsmittel benutze ich dafür. Ja, und das Articles Category Modul ist wirklich eins der wirklich der liebsten, weil damit lässt sich eigentlich so gut wie alles relativ einfach darstellen. So, jetzt bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Das ist schon so ein bisschen anders so virtuell, ohne dass man jemanden sieht, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr vielleicht ein bisschen Spaß hattet, dass ich euch ein bisschen neugierig machen konnte auf das, was man mit Joomla alles so treiben kann. Und falls ihr irgendeinen Tipp habt oder irgendeine Idee, was man noch besser machen könnte, würde ich mich über eine Mail freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen tollen Joomla Day und bis dann. Tschüss!